Ich bin Tara Leo und unser Adventskalender ist zwar eigentlich schon vorbei, aber ich möchte heute unbedingt an Silvester noch ein Video rausbringen, und zwar zu Julian Bam. Julian Bam ist 30 Jahre alt und der König von YouTube. Ja, es gibt kaum einen YouTuber, der bessere, aufwendigere und interessantere Videos macht als Ju. Begonnen mit Breakdance ist er übergegangen zu Slow-Motion-Videos mit Cheng of Flying Pandas. Nachdem die beiden sich wieder getrennt haben, hat er unterschiedliche Videoformate gemacht. Das erste Video nach dem letzten Video auf Flying Pandas ist ein Musikvideo. Und erst über einen Monat später kam das erste Video aus seiner erfolgreichsten Serie, Hey Ju. Das macht er heute leider fast nicht mehr, aber besonders damals hat er sich bemüht, ernste und gute Werte zu vermitteln und zwischendrin Witze einzubauen. Die waren aber meistens richtig scheiße. Aber well, er ist einfach der beste YouTuber der ganzen Welt. Na gut, zumindest von YouTube Deutschland. Aktuell macht er primär Musikvideos und Kurzfilme, wobei eh jedes Video von ihm ein kleiner Kurzfilm ist. Julian Bam ist einfach genial. Und nicht nur ich bin der Meinung, dass er der King ist. Manche Videos feiere ich persönlich zwar nicht so, aber das muss jeder selbst entscheiden. Einige sind aber der Meinung, dass der ganze Kanal scheiße ist. Aber das hat man bei jedem Kanal. Das Video, das ich am wenigsten feiere, ist sein Video Meine Antwort an Dena, Alblali und noch ein paar mehr, Julian Bam. Aber das schaue ich mir einfach nicht an. Für alle, die nicht wissen, worum es geht... Das ist nicht immer, ist nicht mal alles funky-dunky, wie ihr euch das vorstellt, Leute. YouTuber wie Simon oder auch Montana Black sich öffentlich von ihrer Vorbildsfunktion distanzieren. Wenn ein Zuschauer sich dich als Vorbild nimmt, dann bist du ein Vorbild für ihn. Daran kannst du nichts ändern, das kannst du einfach mal so ablegen wie deine Klamotten. Im Prinzip kann jeder ein Vorbild für jemanden sein. Ob der große Bruder, der Trainer, der Lehrer oder der Typ, der über Rot gegangen ist. Und das Einzige, was wir beeinflussen können, ist, ob wir ein gutes oder ein schlechtes Vorbild sind. Und dann gibt es noch Meinungsblogger, die vergiften die Community. Die fördern dieses negative Verhalten und verbreiten Hass über Menschen, die sie nicht mal kennen und machen daraus ihr Geschäft. Und dabei nutzen sie Content von anderen Leuten und erschaffen auch nichts Positives und auch nichts Eigenes. Aber Leute, wenn dann so ein YouTube-Trash wie hier kommt. Heute in dem Video über Julian Bam. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass Julian Bam 4 Euro pro 1000 Klicks bekommt. Wow. Also, stellt euch vor, da sitzt so ein Teenager zu Hause und denkt sich so, 4 Euro pro 1000 Klicks. Rechnet mit irgendeiner ausgedachten Zahl irgendetwas Hirnrissiges aus. Schreibt darüber noch Schätzungen, damit er im Nachhinein sagen kann, waren doch nur Schätzungen, ich hab nichts ernst gemeint. Und dennoch glauben es tausende seiner Fans. Wenn man Fakten erfindet oder seine subjektive Meinung als Fakten darstellt, es Leute geben wird, die das glauben, die ihrem Meinungsschöpfer alles glauben und gar nicht mehr empfänglich sind für eine andere Perspektive, denen es vor allem darum geht, nur an das Negative an einer Person zu glauben. Und das ist enttäuschend. Dieser Teil ist Bullshit. Firegolden zum Beispiel macht auch Videos, wenn er Leute lobt, und wenn er Fehler gemacht hat, gibt er diese auch zu. Außerdem ruft er in jedem seiner Videos auf, dass man Leute nicht einfach haten soll und sich eine eigene Meinung bilden. Bleibt kritisch, bildet euch eine eigene Meinung und haut rein. Das hilft zwar oft nicht, aber das liegt nicht an ihm, sondern an unserer Menschlichkeit und unserem Gehirn. Dieses Video ist eines der wenigen, die ich gar nicht mag auf seinem Kanal. Dagegen gibt es über 200 Videos, die ich mir gerne und immer wieder anschaue. Wie gesagt, Julian Bam ist einfach der König von YouTube. Oder zumindest von YouTube Deutschland. Und auch er hat mich inspiriert, YouTube zu machen. Ebenso wie Alblali. Wenn euch das Video ist in der Infobox oder hier an ihm, ich weiß gerade nicht wo, falls ich es schaffe. Das war's soweit zu Ju. Nächstes Jahr geht es hier natürlich ganz normal weiter. Mit ein paar kleinen Veränderungen, die besonders das betreffen, was ich es endlich schaffen möchte, mit Zweithandy als externes Kameradisplay zu nutzen und dass ich regelmäßige Videos machen möchte. Aber bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute, einen guten Rutsch ins neue Jahr, wie man so schön sagt, und eine Silvesterparty, die nicht ganz so Absturzparty ist wie meine. Lasst ein Abo da, teilt das Video und ciao!